So, und da öffnet sich auch schon wieder das Fenster. So. So, na, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Need for Speed, obwohl ich es eigentlich nicht mehr Let's Playen wollte, weil einfach hier die Bugs zu groß geworden sind, die Serverfehler und die ganzen Hacker und Cheater. Aber ich denke mal, dass ich ein paar Folgen noch dranhängen werde. Heute zusammen wieder mal mit Bela. Moin. Und soweit ich das gestern richtig gesehen habe, wollte Tim eigentlich auch mitmachen. Und jetzt habe ich ziemliche Frame-Einbrüche. Ja, Tim. Okay. Tim hat's irgendwie, ist irgendwie unterwegs. Von dem habe ich nichts mehr gehört seit gestern. Gut. Okay, dann würde ich sagen, keine Ahnung. Also mal Gas fahren wir Rennen? Fahren wir mal ein Rennen oder irgendwie sowas? Ja, wo bist du hin? Du bist weitergefahren. Ich bin hier, ja, ich bin weitergefahren. Ich bin mitbekommen. Ahahaha. So, jetzt fahren wir Wetten wieder aneinander vorbei. Nein. Gut, ich drehe mal. Gut, aha. Jetzt. Aber jetzt bleibt doch mal stehen da. Also. Oh. So. Ja, dein Wagen ist, bunt. Flower Power, groovy, bist du? Ja, Flower Power. Yeah. Groovy, ja. Und, oh, guck mal, jetzt direkt der Teamflucht. Für den Team. Hoppala, hallöchen, Taxi. Für die Teamflucht würde ich aber den Teamfluchtwagen nehmen. Der ist zwar langsam, aber hat dann Wumms dahinter. Obwohl, wir können auch damit in Teamflucht fahren. Das ist mir eigentlich relativ egal. Nee, warte mal. Ich kenne eigentlich ein geiles Rennen. Das können wir mal fahren. Warte. So, Teil. Aha. Nein, nicht Einzelspieler. Oh. Und da ist er weg. Auf. Verlass mich doch nicht. Entschuldigung, nein, das ist jetzt. Oh, ich verwechsel das immer zwischen Privatspiel und. Nee. Dann fahre ich jetzt dem Sonnenuntergang entgegen und fahre jetzt weg. Event beenden, möchten Sie das Event wirklich beenden? Ja, klar, will ich. So. Teilen. Privatspiel. So, jetzt hab ich's. So, ignorieren. Was? Nein. Ja, weil ich ja hier so der volle Pro-Fahrer bin, so was, der würde ich jetzt voll abziehen. Weißt du, weil. Seit wann bist du Level 40? Weil die. Seit. Paar. Wochen? Schon? Warte, das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 2 Wochen gespielt. Krasser Scheiß, weil nee, du hast doch. Wir haben doch zusammen angefangen zu spielen, da war ich Level 25 und du noch 1. Ja, ne? Hier. Hier. Da waren noch ein paar Moglereien mit bei. Ja. Chabos wissen, wer der Babo ist. Und im perfekten Stand da richtig schön versaut. Ja, ich auch. Hallo, weg da. Hallo. Hallo? Nur nach Hause. Ich hasse. Das sind die Leute. Ich hasse Leute, die rammen. Hui, Hallöchen. Oh, fuck, Auto. Na, wie sieht's da hinten so aus, mein Freund? Das kannst du mir gleich sagen. Ah, nicht ausschlagen, hey. So. Boah, Alter, ich muss mich an die Third Person wieder gewöhnen. Wow. Und wie sieht's da hinten so aus? Ich sehe so ein schwules Auto vor mir herfahren. Juhi! Alter, ich muss mich so an die Third Person sich wieder gewöhnen. Weil wenn ich offline spiele, ohne aufzunehmen, fahre ich grundsätzlich immer in der Third-Person-Sicht. Oh, hi. Danke, dass du mich in die Kurve geschubst hast. Ja, danke. Für dich, nett von dir. Mein Wagen rutscht in letzter Zeit ganz schön. Zeit für einen Reifenwechsel. Weißt du, welche Leute ich hasse? Welche? Die Verkehrsmagnet benutzen. Ja, ich mag die Leute, die immer ein Schild dagegen haben. Ich habe irgendwas. Ich habe irgendwas mit 90 Schilden. Da kannst du mir gar nichts, ja. Gut, ich habe 145, nee, warte, 346 Verkehrsmagnet, also. Leck mich. Bitte. Bitte, ja, also, nein, so nicht.
Das finde ich ganz unsozial von dir. Oh, wieso spawnte das Auto direkt vor mir? Ja, das ist halt mies, ne? Ah, Kurve, Kurve, Kurve! Ja, okay. Ja, Kurve ist halt mies, ne? Bum, bum, bum. Und ich hol den Donut vom Dach. Yay. Yeah. Und ich fahr rein. Yay. Yeah. Weißt du, was das Witzige ist an diesem Rennen? Wenn du unter der S-Klasse dieses Rennen spielst, dann hast du irgendwie nur 2 Runden, glaube ich. Und wenn du S-Klasse spielst, immer 3 Runden. Also entweder spinne ich oder ich glaube, das ist wirklich so. Oder ich habe einfach gerade eine Runde hinzugefügt. Hast du? Habe ich. Ah, okay, also bin ich blöd. Ja, aber das wissen wir ja schon länger. Ja. Mein Gott, habe ich einen Vorsprung. Kollege. Da gibt's so ein Ding ganz rechts, das nennt sich Pedal. Und das ist für eine bestimmte Eigenschaft fürs Auto zugeteilt, und zwar zum Gas geben. Das Pedal ist bei mir auf W und nicht ganz rechts. Auf W halt. Ja komm, wer so einen blöden Spruch bringt, bekommt einen blöden Spruch zurück. Ich zieh nochmal einen Donut, bevor wir die letzte Runde beginnen. Hui! Ich hab immer noch einen guten Vorsprung. Brumm, brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Und wie sieht's da hinten so aus? Ich wollte noch... Kurvig. Was? Kurvig? Es gibt jetzt ein richtig geiles Event. Das ist so ein Rallye-Event jetzt. Also, du hast halt dein Auto noch, aber du heizt halt größtenteils über diese Golfplatzanlagen und Golfplatzanlagen und sonstigen Scheiß. Okay, das haben sie ja angekündigt, dass sie das reinpatchen wollen. Ja, haben die jetzt gemacht, deswegen habe ich mir auch diesen Lunch hier aufgebaut. Ach, wieso gibt es eigentlich keine Strecken, die überhaupt keine Kurven enthalten? Ich glaube, sowas nennt man Drag Races. Aber die sind zu kurz. Ja. Hui, hui. Von Auto zu Auto, Flipper. Wehe, du fährst mir rein. Oh, super Junge. Oh, es ist Sonntag. Nee, super. Nitro mal 3, ich freue mich. Ich hab Nitro mal 5. Okay. So, ich guck mir mal die Karte an. Hat das Rallye-Event, kommt das nur zur bestimmten Zeit? Hat das ein bestimmtes Symbol, ein neues Symbol? Ah, nein, das ist als Sprint eingezeichnet und das ist hier über dem Golfplatz. Warte mal, reinnehmen. Jo, über dem Golfplatz. Ich weiß auch, wo der Golfplatz ist. Ah, Wasser! Bose Butrelli, H2O. Ich hab die ganze Nacht das Game gezockt, ne? Also Euro Truck Simulator und Need for Speed. Euro Truck Simulator, so weit ist es schon gekommen. Ey, jetzt habe ich irgendwas mit ein paar Millionen, Milliarden. Ich habe zusätzlich, glaube ich, wieder 5 Game-Wagen geholt. Deswegen habe ich nur 292.000. Ja. Okay. Glaubst du, wir können gerade ausfahren oder driften wir die ganze Zeit weg? Ich habe keine Ahnung. Du hattest sogar... Ich habe auch keine Ahnung. Hui! Wo die Strecke hier lang geht. Ich auch nicht. Ach du Scheiße. Hallo? Ich bin die einmal geradeaus, ja genau da. Irgendwo lang.
Eieieiei. Oh geil, mein Stirling Moss hat ja einen schönen Grip hier. Hui, das macht aber was doch. Hallo, ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ich auch nicht. Bin auf einer Straße. Wenn ich und auf die... Alter, Vetter. Fahren wir da weiter, glaube ich. Ich glaube, dann kommen wir wieder... Ja, fahren wir da weiter. Ich wurde auf die Straße teleportiert. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, ich bin gerade ausgefahren und bin dann anscheinend falsch gefahren und wurde auf die Straße teleportiert. Nicht drehen. Oh, Alter! Nicht drehen. Nicht. Leck mich am Arsch. Boah. Komm, folge dir. Ich hab jetzt Schwung. Goi. Hui. Das ist so das Problem, wenn man einfach so in eine Strecke reingeschmissen wird, die man zwar kennt, aber die man doch nicht im Sprint oder im Rennen gefahren ist, sondern nur auf der Tiefflucht. Gottes Willen, leck mich am Arsch. Ja, und auch das scheiß Auto. Ja, komm, fahrt mir alle rein. Ich stehe drauf, wenn mir vorne und hinten reinfahrt. Du hast aber einen versauten Königseck. Nein! Nein, ich bin so früh in der Handbremse gewesen. Alter Vater. Irgendjemand ist jetzt bei mir bei Skype online. Wie das Nummernschild heißt. Toll, Schild mal 5. Klasse. Jetzt habe ich 128 Schild. Ah, such du mal irgendwie ein Event raus oder so was, das wäre nämlich total. Ey. Ja. Annehmen. Okay, Dreckrennen. Doch, ein Dreckrennen. Ich habe so eine behinderte Beschleunigung mit dem Stirling Moss. Deswegen ja ein Dreckrennen. Könnte mir mal einen Drag Racer aufbauen. Könnte auch so oder so mein LFA verkaufen, der ist oder so scheiße. Obwohl LFA gibt's nicht mehr. Ne? Ich habe das Spiel die letzten 2 Wochen nicht wirklich verfolgt. Ich weiß nicht, welche neuen Wagen reingekommen sind und welche wieder rausgeflogen sind. Oh nee. Hoffentlich noch einen perfekten Stopp. Jupp. Okay. Yeah, komm schon. Zieh, Gundula, zieh! Fahr mir den rein. Yep. Yeah. Ich werde ohne perfekten Start schaffe ich es nicht weg. Ist doch schön, dass ich hier jetzt auf Platz 1 stehe. Was? Ja. Mercedes-Benz. Bonus-Pack. Was für ein Pack? Goldenes Card-Pack habe ich hier jetzt. Nice. Ich stehe auf Platz 1. So, okay. Gut. So. Und 1500 Geld. So. Ich finde diesen Namen von meinem Wagen ist ewig lang. Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Es gibt doch schon Mercedes-Benz SLR, dann Mercedes-McLaren. Und jetzt heißt es SLR McLaren Stirling Moss. Ah, gut, ich bin alleine. Okay. Ich war gerade auch alleine angezeigt, deswegen. Dann das mal abbrechen. Dann hier wieder Hotel, dann Privatspiel, da. Und er ist im Stützpunkt. Achso. Ja, kannst du vorher mal Bescheid sagen, dass du in den Stützpunkt bist? Ich bin aus dem Stützpunkt raus. Ach, scheiße, jetzt so, ist ein LFA gewesen. Reparieren. Wagen wechseln. Welchen nehme ich denn mal? Was hast du denn jetzt gewählt für ein Rennen? Wie habe ich denn jetzt mal? Spade Street oben. Was ist das? Ein Sprint. Okay.
Gib mir kurz 2 Minuten, ich muss meinen Hund gleich machen. Ich will gerade mal gucken, welchen Wagen ich nehme. Chrysler, Ford GT, Ford Shelby. Ne, der hat so eine extrem miese Bodenhaftung. Lamborghini Mura. Nah. Aston Martin. Schwästet, was ich da nehmen soll. Das ist ja wieder so. Bah.